Oh Gott, ich hasse dich. Ist das der Start? Kommt da ein Intro? Oh, das ist das Menü. Ja, dann, herzlich willkommen zu einem Spiel, was war das? Welches die liebe Peri wieder ausgesucht hat. Ich kann nur Play drücken, habe ich. Was? Ah! Das ist, ja, verlassen. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Ja, ah, guck mal, das ist ein Einstellungsrädchen, oder? Ah, das ist ja eigentlich ganz cool. Maus, ja, wahrscheinlich ein bisschen. Gibt's sonst nichts? Okay. Dino? Nein, ich... Okay. Ich wollte doch nur wissen, ob man noch irgendwo drauf drücken kann. Na gut, dann. Dann geht's los. Ja, das ist aber schon eine eklige, also gute eklige Grafik. Dunkelheit. Okay. Kann ich... Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht springen. Es ist, dass das so in VR wäre, glaube ich, echt widerlich. Hallo? Es ist noch viel zu laut auf meinen Ohren. Oh, ich kann zoomen. Wir sind sehr groß, ne? Ich kenne das nur, dass man sonst zu klein ist. Was ist denn hier los? Ach komm, die fliegen vom Essen. Sieht aber eigentlich noch gut aus. Ich denke eher die Box. Ich kann nicht rennen. Es ist sehr dunkel. Was passiert? Es tut mir leid, wenn das jetzt wieder abstürzt. Ich drücke einmal Escape. Ich möchte was gucken. Okay. Mehr geht nicht. Gut. Ah, mit der Maus kann ich klicken. Nein? Okay. Oh, ist alles ein bisschen nah dran, ne? Hallo. Ich hatte doch vorhin einen Mausklicker. Oh Gottes Willen, das ist übel im Ohr. Gerade dieses Geräusch. Also ich hoffe, das war hier drin. Wenn nicht, dann ist der Kater vom Sessel gefallen. Jetzt kommt doch bestimmt irgendwas. Aber ich glaube, ich sollte das leiser machen. Aber ich meine, wenn ich nicht rennen kann, ist ja auch gut. Ich glaube, dass ich mich gerade erinnere, dass dieses Spiel echt mit lauten Jumpscares ist. Ich mache mal mein Öhrlein ein bisschen... Öhrlein ein bisschen... leiser. Also ich glaube es. Ich habe euch hiermit vorgewarnt. Da war was. Oh. Hi. Ich habe so viel leiser gemacht und es ist immer noch so laut. Gott, das ist mein eigener Schatten. Nein. Hm?
Ich höre jemanden hier auch. Was sind die Fernbedienung? Wer hat die Fernbedienung wieder versteckt? Ja, das ist ein ganz natürlicher Platz für eine Pflanze. Oh, hier los. Oh. Okay. Heißt, ich muss in jedem Raum was finden. Aber was ist hier passiert? Oh, tickende Uhren, ne? Kann ich nicht bei schlafen? Achso, ich hänge an einem Tisch. Das Universum. Oh, der sieht ja sehr sympathisch aus. Was rauscht hier? Was flackert hier? Oh, das ist richtig. Ja. Okay. Okay, okay, okay. Ich hasse auch Lampen, die einen blenden. Na, kommt man denn hier rein? Kann ich mich umziehen? Guck mal, das ist die Fernbedienung. Oh! Das ist noch was zu was Halbes zu essen. Oh. Geh dahin, ich will das sehen. Ein Häuschen im Wald und da möchte ich nicht wohnen, ne? Also ich bin zwar schon gern allein, aber nicht mitten im Wald. Vielleicht mit 10 Meter hohen Zaun und Mega-Alarmsystem vielleicht. Aber eher nicht. Ja, was ist denn da los jetzt? Meine Messer geschärft? Wieso ist das so laut? Oh. Oh Gott. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich dachte, ich hätte das Spielprinzip verstanden. Alter, mach das nicht nochmal. Und ich mach das sowas von leiser. Peri, das ist nicht cool. Das ist nicht cool, dieses Spiel. Mir ist warm. Aber das war echt gut. Ich erschrecke mich eigentlich sonst nicht. Hör auf jetzt. Was ist das? Ein Flur?
Oh, das ist bis in den Magen gezogen. Puh. Ah, jetzt fängt es von vorne an. Lass es. Lass es. Ah. Oha. Ist überhaupt nichts los. Der war nicht da. Den habe ich mir eingebildet. Nee, alles ist gut. Oh, was war das? Oh, ii. Oh. Okay, Fernbedienung ist weg. Es geht weiter. Mein eigener Schatten, ne, ist so furchtbar. Ich komme da nicht drauf klar. Da hockt da auf einmal so ein Gollum an der Couch. Nee. Nee, ich will das nicht. Ich will das nicht. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Warum, Peri, warum? Was piept denn hier? Das ist eine Ich-Hasse-Folge, ne? Es tut mir leid, es gibt doch viele Dinge, die ich mag, aber ich hasse auch, wenn die Mikrowelle piept und ich komme da gerade nicht hin und es ist aber noch jemand anders da, der es ausmachen könnte, der es aber einfach ignoriert. Der Backofen piept. Piepende Dinge, pfeifende Dinge. Ha! Ja, 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 geh weg, geh weg. Blendende Dinge. All das finde ich doof. Wo? Ich gehe da nicht hin. Nee. Nee, nee. Ich kenne jetzt diesen Psalm nicht. Aber ich hätte gern so ein bisschen Story. Muss ich da jetzt wirklich hin? Ich will da nicht hin. Boah, ich habe immer noch Zehen im Magen von diesem Gollum-Vieh. Ich will hier nicht hin. Hier sind Käfer. Oder Schmetterlinge. Ich mag auch keine Schmetterlinge. Ich kann hier gar nicht hin. Okay. Das ist ja schade. Das ist ja so schade. Was klappert hier? Du? Nein? Was klappert hier? Ah. Ja, flacker, flacker, flacker. Warum leuchtet das? Ich habe doch gerade gesagt, ich mag leuchtende Dinge in der Taschenlampe. Ja, das ja nett. Na Gott sei Dank, können wir da jetzt reingehen. Also ich bin dafür, ich bin definitiv dafür, dass die Peri das spielt. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Oh. Ha, 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 ha. Ja, ich hab dich doch gesehen. Reicht das nicht? Guten Tag. Guten Tag. Okay, sowas hänge ich mir auch einfach mal in den Keller oder am besten in den Hausflur. Wo hänge ich denn hier? Ach, das soll mich doch nur von einem eigentlichen Schocker ablenken, oder? Hi. Nee, ist nicht. Ist das hier ein Schatten? Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht cool. Ich habe in der letzten Zeit zu wenig Horror gespielt, weil ich ein wenig vorproduziert hatte in meinem Urlaub.
Gleich werde ich mich erschrecken und den Faden verlieren. Und ich glaube, dass ich einfach so diese Schrecktoleranz sich abbaut. Dass wenn man das alle paar Tage spielt oder so oder regelmäßig, dass sich das so ein bisschen aufbaut, dass man sich dann nicht mehr so erschreckt. Hey, ich hasse das. Aber ich kann zumindest nicht rennen. Das ist gut. Ich kann nicht sterben, ne? Hier ist Kühlschrank. Wo hänge ich denn hier schon wieder? Und ich habe halt jetzt ein paar Tage nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich habe auch keine Horror-Games geguckt. Ist das jetzt Musik? Was ist denn hier so los? Nix. Okay. Ich könnte auch einfach ein bisschen Happy Sunshine Musik laufen lassen. Du hast gerade noch eine Taschenlampe gehabt. Warum hast du... Ja, brauchen wir nicht mehr. Alles kein Problem, brauchen wir nicht mehr. Ach, hier ist er schon. Musik. Ich kann verschiedene Radios anmachen. Ich kann auch alle anmachen. Das klingt gut. Das ist so eine Tür, ne? Kann ich nicht mehr ausmachen? Dann nur das nicht? Nur das nicht. Ah, die Kombination war... Ja, nein. Er hat die Taschenlampe wieder gefunden. Sind wir ein R? Haben wir Füße? Haben wir Füße? Da ist irgendwas. Wir haben Füße. So groß, ich sehe nie, woran ich festhänge. Wo ist denn hier was? Ich habe das doch hier schon angeguckt. Okay. Ja, bitte? Hm? Sollte ich da durchgucken können? Bestimmt nicht, ne? Hi! Herein. Wer ist da? So gehe ich tatsächlich manchmal an die Tür, ne? Aber eigentlich nur, wenn ich weiß, wer da ist. Aber vielleicht mache ich das beim nächsten DHL-Paket. Wer ist denn da? Oh, ist das ein Paket für mich? Dankeschön. Wie soll ich denn hier rauskommen, bitte? Was soll denn das? Was denn? Wo denn? Wie denn? Hätte ich nicht so nah dran stehen dürfen? Steht das nicht. Kann ich irgendwie... Bin ich irgendwas?
Sagt ihr mir was? Okay. Okay. Das Spiel, du hast mich echt, ich erschreck mich sonst nicht so hart. Es ist aber auch nicht. Hier. Oh, guck mal, der ist aber süß. Der auch. Der auch. Into space. Dich nehmen. Zum Mond und noch viel weiter. Dinosaurier. Vielleicht ein Mann unterm Bett oder so. Tyrannosaurus Rex. Jetzt hat gerade wirklich eine Tür neben mir geknackt. Das ist, finde ich, eigentlich nicht so nett hier. Ja, jetzt sag mir doch mal, wohin. Jetzt sind ja auch noch zwei Türen. Das ist ja nicht wahr. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange dieses Spiel geht. Oh, was ist das? Eine flackernde Lampe, okay. Hier. Ja, okay. Komm schon, komm schon, komm schon. War der schon da? Slasher? Das ist doch nicht Slasher, das ist Superman Wärme. Soll das so sein? Es ist zu still. Es ist einfach zu still. Ich war noch nicht beim Fenster, aber ich gehe erstmal hier hin. Da war doch gerade was, oder? Nein, ich will mich nicht um. Nein, nein, nein. Nee. Es wird gleich wieder irgendwo direkt vor meiner Nase sein. War das eben schon? Da ist bestimmt einer unterm Bett. Lag das hier eben schon? Die Tür ist auf. Oh nein, ich will da nicht hin. Ja, das ist ja ein schönes Kinderzimmer. Alles ganz fein. Ja. Ist das? Okay. Ja, so sah es bei mir früher auch aus. Stimmt. Esstisch? Kindertisch? Nee. Das ist der Kindertisch. Das ist der Kindertisch mit dem Fuchs, weiß ich nicht, und den Rot. Ja, können wir noch ein bisschen näher ran? Ja? Okay. Kindertisch. Die Ente, das Schaf und der Fuchs. Ich höre doch was, oder? Ah, da, 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 da. Ah, 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 nix, okay. Ja, hier bleibe ich. Hallo? Ja, ich würde dich gerne öffnen. Brauchst du einen Schlüssel? Könntest du mir das mal sagen, ob ich einen Schlüssel brauche? Dieses... Ja, ich will da nicht wieder hin. Wer bist denn du? Teddy? Was ist mit Teddy los? Teddy, alles wird gut. Ist doch alles gut, Teddy. Oh. Danke, Teddy. Ich habe Angst, mich rumzudrehen in diesem Spiel.
Darf ich den Fuchs auch nehmen? Nee. Das ist dann auch alles ganz nett und harmlos. Ja. Zeichnungen, manche, die Kinder machen, ne? Hier ist nichts los. Wir machen jetzt die Kiste auf. Was ist das? Das Schaf! Kann ich jetzt Fuxi nehmen? Ah. Hi. Ah, ne. Oh, ich dachte, das hier unten, ne? Sah aus wie zwei Köpfe mit so drei Augen und das ist aber der Teddy, okay. Fuxi muss doch. Gut. Was war es? Fuchs, Schaf und Ente, ne? Wo ist denn die Ente? Oh nee, muss ich jetzt auch noch wissen, wo die sitzen, anscheinend. Du? Das war doch eine Ente vorhin. Ich kann noch mal gucken. Da ist noch einer. Okay, die Ente muss ich auch haben. Aber woher weiß ich das? Bei der Tasse sitzt das Schaf und links davon der Fuchs. Bei der Tasse. Bei der Tasse sitzt. Nein. Das Schaf. Da und da kommt noch eine Ente, aber wo ist die Ente? Ente, 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 Ente. Ja, ich habe keine Ente. Where is the duck? In einem Karton vielleicht? Bist du hier? Ente, Ente, Ente. Bin ich blind? Bestimmt hier, ne? Wieso? Ich finde doch Enten immer direkt. Aber nicht, wenn sie im Müll sind. Da hat er die einfach im Müll geworfen. Was sieht ihr noch so? Nix. Ha. 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 Was? Was? Nein. Sei still. Keine gruseligen Kinderstimmen. Nein, nein. Und jetzt? Hier, Teeparty. Teeparty? Ist nicht gut? Nicht richtig? Du Arschkeks! Ja, das ganz normales Zeug im Kinderzimmer. So, können wir jetzt einfach mal gehen? Wie wär's damit? Ich kann doch hier reingucken. Könnte ich doch einfach mal gehen dürfen. Piggy Doggy. Oh. Ja, die hat halt Malsachen da drin, ne? Aber eher. So, komm mal, ich möchte aus diesem Kinderzimmer raus. Ich finde das überhaupt nicht gut. Mit mir spielen? Okay. Ich hätte mal viel früher ranzoomen sollen.
Ja, auf geht's, weiter. Jetzt sind wir in der Toilette. Was ist das? Warum haben wir die Taschenlampe nicht mehr? Was ist das? Ja, ich nehme es einfach mal mit. Gibt es hier keine Lichtschalter in dieser Bude? Okay. Okay, es gibt also Bewegungsmelder in dieser Bude. Oh, jetzt muss ich einen Spiegel wieder zusammensetzen. Oh, hi. Na, wir sehen ja fein aus. Uns geht's ja richtig gut. Oh, okay. Da ist doch irgendwas. Ich müsste mal. Jetzt auf einmal habe ich richtig Beine und Arme, jetzt wo ich mich gesehen habe. Na, wo ist hier was? Nee? Du möchtest mir doch jetzt irgendwas Gruseliges zeigen. Hä, wieso habe ich denn diese rote Tür im Spiegel gesehen? Dies verstehe ich nicht ganz. Ja, natürlich ist sie zu. Natürlich. Komm, du hast jetzt irgendwas in der Dusche. Im Spiegel. Komm, du willst mich doch im Spiegel zu Tode erschrecken. Ich weiß es doch. Ach, wir selber. Okay. War es jetzt so die Erkenntnis? Ha? Das war jetzt das Ende? Ich werde da mal gucken, was Psalm 5, 9, 13 heißt. Ja, also mein Magen zieht immer noch vom Erschrecken. Anscheinend war es das. Kann auch nichts mehr drücken. Nö. Dann danke, Peri, für das tolle Spiel. Du wirst das auch spielen. Ich werd dich nerven. Du wirst es spielen. Und danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.